Happy Birthday! Tommy, dieser Mordversuch bedeutet, dass Morello uns offen den Krieg erklärt hat. Wir müssen uns um ihn kümmern. Wenn Morello keine Komplizen unter den Politikern und anderen wichtigen Organisationen hätte, wären wir annähernd gleich stark. Wenn wir diese Leute liquidieren, wird unser Gegner erheblich geschwächt. Das ist es also, was wir tun müssen. Seine starken Kontakte eliminieren. Richtig. Und wie wir alle wissen, müssen wir einen offenen Krieg vermeiden. Holt euch die Generäle, dann geben die Soldaten kampflos auf. Das ist der Plan. Wir machen sie einen nach dem anderen fertig. Was meinen Sie Klingt genau? vernünftig. Der erste in der Reihe ist der Stadtrat, der uns solchen Ärger gemacht hat. Morello hat ihn in die Politik gebracht. Das macht ihn zu einem starken Verbündeten. Wir kümmern uns nach dem Jungen um ihn. Und das bedeutet heute. Der Stadtrat feiert seinen Geburtstag und hat beschlossen, einen großen Empfang zu geben. Der Empfang ist auf einem Dampfer mit Feuerwerk und dem ganzen Kram. Und er wird eine Rede für die Paparazzi halten. Da werden eine Menge Leute sein, die nichts gegen uns tun werden, wenn sie sehen, was mit ihm passiert. Klingt ziemlich riskant. Ist aber das Risiko wert. Vincenzo kennt den Plan. Okay, wie gesagt, es ist auf einem Dampfer. Wird nicht ganz einfach, ohne Einladung reinzukommen, aber du schaffst das schon, Tom. Versuch vor allem kein Aufsehen zu erregen, bevor wir das Ziel erreicht haben. Natürlich kriegst du keine Waffe an der Security vorbei, aber dafür ist bereits gesorgt. Also, sobald du an Bord bist, musst du zu einer der Männertoiletten gehen. Dort ist ein kleiner Revolver verborgen. Anschließend wartest du ein Weilchen draußen. Der Stadtrat versteckt sich wahrscheinlich in seiner Kabine, aber zu Beginn der Feier kommt er für seine Rede nach draußen. Das ist ein großer Auftritt. Du nietest ihn während seiner Rede um, Tom. Es muss in der Öffentlichkeit passieren und die Rede bietet sich geradezu an. Da werden jede Menge Leute sein, die du beschuldigen kannst, sobald alles vorbei ist. Und was dann? Ich würde gerne in einem Stück zurück an Land kommen. Danach wird die Hölle los sein. Es werden Sicherheitsleute an Bord sein, aber in dem Chaos müsstest du an ihnen vorbeikommen. Falls nicht, geh zum Bug. Pauli kommt dann mit deinem Boot und bringt dich sicher raus. Was ist los, Tommy? Es wird nicht leicht, aber das schaffst du doch. Okay, ich mache es. Das Boot liegt am Ufer bei Central Island vor Anker. Du gehst besser los, sonst verpasst du es. Behalte die Zeit im Auge. Buona Fortuna, Tom. Na gut, also Waffen brauchen wir keine, wir brauchen bloß irgendwas Fahrzeugmäßiges. Unser Larry und Polly machen sich auf den Weg. Wo steht denn der grüne Wald? Gehen wir doch gleich mal, wa? Grünes Auto. Hat Ralfi was für mich? Na gut, hat Ralfi denn was für uns? Oh, da steht ein neues Auto zum Knacken. Hey Ralfi. Da bin ich wieder, Ralfi. Heute brauche ich was zur einmaligen Benutzung, weil wir noch nicht wissen, ob alles klappt. Tommy, das ist gar kein Problem. Ich Ja. hätte da dieses kleine Gefährt. Kommt schon mal schnell in die Nase, Leute. Gibt heutzutage. Oh, recht solide. Schau mal, wie leicht man es knacken kann. Gute Idee, Ralfi. Das ist genau, wonach ich suche. Ups. So, da haben wir zwar jetzt gelernt, aber müssen wir ja nicht nehmen. Fahren wir das schön mit dem Roadster. Happy Birthday! Cooles Bild übrigens. So. Müssen bloß hier nach unten oder?
fast so aus, ne? Und Pfad. Müssen auf die andere Insel seid. Das heißt, hier einmal nach rechts, dann einmal nach links, ne? Genau. Sind wir schon auf der Brücke. Entschuldigung. Ja, ja, ich muss immer lang decken. Der zieht echt richtig gut, ey. Warum schon wieder das nächste Auto? Warum fahren die alle so langsam? Was soll das? Warum halten die den Verkehr auf? Ich muss immer durch, danke! Oh, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein klein bisschen froh, wenn ich das Spiel hier fertig habe. Weil ich. Na, ich finde es natürlich auch richtig geil, Mafia zu spielen, keine Frage. Aber da ich schon beschlossen habe, was ich als nächstes spielen werde, freue ich mich schon. Und zwar einen Klassiker schlechthin. Aber da lasst euch mal überraschen. Folgt direkt im Anschluss. Weiß aber ehrlich gesagt schon, wie wir es machen. Ich weiß nicht wo genau, aber ja. Ich meine nämlich eine Matrosenuniform. Und das ist, daran könnte ich mich leider noch komplett erinnern. So. Hat nämlich ewig gedauert, bis ich das damals rausgefunden habe. Alle in feiner Kleidung, ja? Okay. Auf dem Männerklo. Alles klar soweit? Ja, klar. Dein erster Tag? Ja. Und ich habe fast die Befürchtung, dass es auch der letzte wird. Ja, das scheint das falsche Klo zu sein. Die Damen sehen traurig aus, die bräuchten einen Kerl wie mich. Na, ich glaube, dann sehen die ja noch trauriger aus. Lass mich in Ruhe. Hast du den Kerl bei Mr. Steel gesehen? Ja, das ist ein ganz süßer. Ja, das schon. Aber er ist auch Mr. Gibbons Alleinerbe. Wenn ich den sollte ich mal kennenlernen.
Moin. Das ist das Zimmer des Stadtrats. Aha. Ich möchte noch Kaffee. Es sind ich auch. So viele wenn nette der Leute Kölner kommt, sauber. Cool, mit Band. Hab keine Zeit. Also. Oh, da gibt's Essen. Sag dem Kapitän, dass er ein tolles Schiff hat. Wenigstens gibt's was zu essen umsonst. Die Besatzung bekommt hier leider nichts. Boah, wie jetzt? Blöder Penner. Aber auf welches Klo müssen wir denn? Ja. Das bestimmt auch. Von diesen Schaukeln wird mir schlecht. So ein schöner Abend. Man hat gar keine Lust zu arbeiten. Hey, komm her! Deine Hilfe. Hä? Nerven Sie nicht, Sie sehen doch, dass ich nachdenke. Hä? Manche von den Damen sehen traurig aus, die bräuchten einen Kerl wie mich. Soll ich dem jetzt hinterherlaufen, oder was? So ein schöner Abend, man hat gar keine Lust zu arbeiten. Hm. Na, gucken, wo der hinläuft. Da ist die Toilette. Muss ich vielleicht mit dem Eimer ins andere Klo? Ich hab grad irgendwie. Hast du die Frau bei John gesehen? Ja, ist die Lage wohl. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen verwirrt. Wo finde ich jetzt die Waffe? Der Arme, so ein netter Kerl und so ein Pech. Ach, es muss schlimm sein, einen Sohn zu verlieren. Sein Sohn war das Schlimme. Was? So einen Hund habe ich noch nie erlebt. Kein Wunder, dass er Feinde hatte. Das ist wunderbar. Hä? Also erstens, warum habe ich einen Eimer? Und zweitens, wo ist das Klo, wo die Waffe versteckt ist? Ich bin gerade irgendwie ein bisschen... Hallo? Guten Appetit. Der Captain hat gesagt, es gibt einen neuen. Ja, aber... Wo ist der Captain? Vermutet das Klo hier, aber... Nerven Sie nicht, Sie sehen doch, dass ich nachdenke. Manche von den Damen sehen traurig aus, die bräuchten einen Kerl wie mich. So ein schöner Abend. Man hat gar keine Lust zu arbeiten.
Du der Captain? Lass mich in Ruhe. Okay, scheinbar nicht. Wer könnte denn hier der Captain sein? Mal, hier rennt einer rum. Hallo. Irgendwie. Vielleicht nochmal neu starten? Buch die einfach mit dem Eimer. Hallo. Ich lade mal einfach. Spiel laden. Happy Birthday auf der Party. Bitte die Waffe, die Vincenzo im Männerklo versteckt hat. Wieder ein Eimer. Aber was will ich mit dem Eimer? Wie kann ich Ihnen helfen? Whisky auf Eis. Aber natürlich, mach ich so. Steht das nicht? Dein erster Tag? Manche von den Damen sehen traurig aus, die Beine. Ja, der erzählt immer nur selber. Hä? Hat es Ihnen geschmeckt? Es war einfach fantastisch, Liebling. Es war sehr teuer. Das bestimmt auch. Was erzählt man dir? Es sind so viele nette Leute da. Bezaubert. Bin ein bisschen sehr verwirrt. Hast du die Frau bei John gesehen? Ja, ist den Ärger wohl wert, was? Er hat sie offenbar in einem Loch gefunden und sie freigekauft. Hält mir vielleicht noch irgendwas? Sehr, sehr, sehr merkwürdig. Es sind bloß hier unten sind Toiletten, oder? Es sind hier drin noch welche. Oh. Die Besatzung bekommt hier leider nichts. Ja, Drecksack. Ich bin gerade ein bisschen schwer verwirrt. Folgen wir einfach mal dem. Vielleicht läuft er irgendwo hin. Hey, komm her! Ich brauch deine Hilfe! Okay. Warum hören wir nichts? Der Captain hat gesagt, es gäbe einen neuen.
ein schöner Abend. Hm. Man hat gar keine Lust zu arbeiten. Okay, was macht der andere jetzt? Ja, festhängen. Okay. Sondern dass es irgendwie ein bisschen buggy ist hier. Altes Schwein! Irgendwie hängt der ja fest, ne? Hallo, guten Appetit! Hm. Oh, krass. Scheiße! Nö, ja, alles gut. Aber wir haben glückliches Wetter, ha? Jupp. Dann zwischen einen Meter weiter? Einen halben. Am Daddies? Sie sollten mich nicht ansprechen. Warum nicht? Gehen Sie weg, ich bin verabredet. Können Sie nicht woanders hingehen? Hat jemand meinen Mann gesehen? Ja, ja. Das ist eine wunderschöne Feier. Nein. Ich liebe Sonnenuntergänge am Meer. Nein. Hat jemand meinen Mann gesehen? Ja, irgendwie. Vielleicht darf ich den nie anreden. Hm, das ist eine Scheiße jetzt. Also der steht da blöd rum und wir müssen jetzt so praktisch warten, bis der sich bewegt. Manche von den Damen sehen traurig aus, die bräuchten einen Kerl wie mich. Ja, keine Ahnung, so wirklich. Ja, was hier oben? Nito. Spiel. Achso, meine Maus. Weiter. Ja. Was wir langsam machen. Lass mich in Ruhe. Ah, ja. Hm. Ich habe gerade keine andere Idee, wie dem einfach zu folgen. Vielleicht stellt er sich schon wieder dahin in die Ecke. Vielleicht erst, wenn ich einen Eimer habe? Oh ne, was macht er denn jetzt? Was hast du da? Hm, okay. Ist schon eine. Geh doch hier lang. Gigantisch gutes Soundfile hier.
Natürlich. Mache ich sofort. Oh, ne. So, ist er jetzt auch verbuggt? Jetzt läuft er unter. Okay. Best nicht anreden. Hast du die Frau bei John gesehen? Ja, ist lange was. Er hat sie offenbar in einem Loch gefunden und sie freigekauft. Und sie dann hierher gebracht. Was macht er jetzt hier? Er wollte da gerade irgendwas von dem. Ja. Stehen die alle wieder an ihrer Ausgangsposition? Muss ich irgendwas machen? Und ich habe jetzt einen Eimer. Ich glaube, ich muss den schlagen, während der im Klo ist. Es war einfach fantastisch, Liebling. Der Hampelscheu stützt niemanden auf. Ja, auf mich rein. Genau, der geht nämlich immer wieder ins Klo. Nee, eigentlich will ich dich töten. Böse. Willst du mich wütend machen? Ich werde richtig böse. Das tust du zum letzten Mal. Hast du den falschen erwischt? Das tust du zum letzten Mal. Aha, jetzt haben wir Schlüssel gekriegt. Aber wofür? Alles klar, soweit. Ja, alles bestens. Okay, wir haben jetzt einen Schlüssel. Mit dem Schlüssel komme ich jetzt wo rein? Ja. Gute Frage, nächste Frage, ne? Der Schrein der Hampel ist auch weg, so wie es aussieht, hä? Der Arme, so ein netter Kerl. Wieder typisch, dass mir das passiert. Wo bist du, Süße? Oh. Sehr gut. Hallo, ich John. Ich hoffe, Sie amüsieren sich. Guten Abend. Ja, es ist ganz wunderbar.
Wie geht's? Ich hoffe, es gefällt Danke. Ihnen. Danke, wir freuen uns, Freut hier zu mich, sein. Dass Sie es einrichten konnten. Es ist ganz reizend. Vielen Dank. Ich glaube, es wird Zeit. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Oh nee, komm nicht der nächste Bug, bitte. Mann. Mann. Okay, ja, wissen wir jetzt zumindest, was wir machen müssen. Mal stehen. Nein, der Bastard macht uns aber kalt. Das tust du zum letzten Mal. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich will noch nicht sterben. Ich werde richtig böse. Ja, bleib doch mal stehen jetzt. Ich werde richtig böse. Das tust du zum letzten Mal. Nein, der Bastard macht uns alle kalt. Ist sonst noch was? Nö. Haben Sie etwas Dessert? Aber natürlich, mache ich sofort. Ich werd richtig böse. Willst du mich wütend machen? Komm, weiter und um, ey. Was hört denn da aus? Willst du mich wütend machen? Oh, meine Fresse. Bleib stehen jetzt! Ich wär's richtig. So schön, tschüssi. So, ich hoffe, das stört jetzt nicht, dass der Tod darum liegt. Hast du die Frau bei John gesehen? Aber ich hab eine Idee, wie man das komplett ohne Töten machen kann. Mein Gott, was für ein Gestank. Mein Gott, was für ein Gestank. Und zwar. Pass auf, wir probieren das jetzt. Jetzt erster hoch, dann. Trigger ist das, dass der. Das Skipper einen Schlüssel hat. Mal wieder typisch, dass mir das passiert. So. Skipper läuft ja hier unten rum. Jetzt können wir ihn ja nach dem Schlüssel fragen. Hey, wo finde ich denn den Schlüssel zu dem kaputten Klo? Nerv mich nicht, ich habe hier viel zu tun. Ich brauche den Schlüssel. Hab da was liegen gelassen. Na klar gebe ich ihn dir, wenn du versprichst, da drin sauber zu machen und mir den Schlüssel wiederbringst. Ich warte im Heck auf dich. Putzen? Na klar, kein Problem. Also hier ist er, aber bring ihn wieder. Mhm, genau so. Und wenn wir uns jetzt den Eimer hier schnappen... Gehen wir da hoch. Machen sauber. Komm. Lösen dementsprechend doch keinen Alarm aus. Ich dem Skipper jetzt den Eimer wiedergeben. Den Schlüssel. Hallo Skipper. Siehst du, so einfach ist das. Nicht übel, du könntest eine Putzkolonne gründen. Klar. Ja, ja, ja. Und dich nehme ich als Wischmopp. Manche von den Damen sehen traurig aus, die bräuchten... Okay, jetzt quatscht er wieder dasselbe. Oh,
Jetzt brauchen wir eigentlich nur warten, bis er seine Rede hält, oder? Ist sonst noch was? Haben Sie etwas Dessert, bitte? Aber natürlich, mache ich sofort. Wann geht's jetzt mit dem Ding los hier? Dann muss er nicht gleich abheben, Kollege. Ah, jetzt. Aha. Hallo, John. Ich hoffe, Sie amüsieren sich. Guten Abend. Ja, es ist ganz wunderbar. Wie geht's? Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Danke, wir freuen uns. Freut mich, dass Sie es einrichten konnten. Es ist ganz reizend. Vielen Dank. Ich glaube, es wird Zeit. Ich mich auch. Mit mir anstoßen werden. Ich habe mit ein paar Schulfreunden ein Geschäft mit Raketen in Brand gesteckt. Okay, wollte natürlich nur gucken, ob es da was gibt. Der ehrliche Mann kommt am weitesten. Und das ist noch heute. Hi. Busy. Neue freie Fahrtoptionen. Wunderhübsch. Verdammter Glückspilz. Tom hat es geschafft. Jetzt haben sämtliche Politiker in der Stadt Angst. Niemand will wie der Stadtrat enden. Gute Arbeit, Tom. Aber das war noch nicht alles. Jetzt wollen wir Morellos rechte Hand, seinen Bruder Sergio Morello Junior. Er kontrolliert die Gewerkschaften in der Stadt. Sein bestes Pferd ist die Hafenarbeitergewerkschaft, dank derer er praktisch alle Importe in die Stadt kontrolliert. Töten wir ihn, fällt ein großer Teil von Morellos Einkünften weg. Ich glaube, ich weiß, wie wir es machen, Boss. Sergio isst normalerweise im Restaurant Italian Garden. Im Restaurant ist ein Telefon und eine Telefonzelle auf der anderen Straßenseite. Du gehst zur Telefonzelle, rufst im Restaurant an und sagst, dass du Sergio sprechen möchtest. Ich stehe dann mit einer Thompson vor dem Restaurant. Und wenn Sergio zum Telefon geht, puste ich ihn um. Dann müssen wir nur wieder zum Auto und schnell verschwinden. Na, was meinst du? Ja, schätze, mit dem Telefon komme ich klar. Na dann los, Jungs. Vincenzo versorgt euch mit Waffen. So, aber bevor uns Vincenzo mit Waffen versorgt, machen